Hallo und willkommen zu einem unserer Dart Blaster Specials hier in mein Zimmer, Barts Kinderzimmer. Und zwar haben wir schon länger rum überlegt, gerade für den Winter, wenn draußen Regen und Matschwetter ist oder vielleicht kalte Temperaturen, dass man gar nicht so richtig raus mag, und um draußen mit Nerf zu spielen, was man da in der Wohnung, im Zimmer machen kann, um da ein bisschen Spaß zu haben. Gut, man kann natürlich damit rumballern, aber das ist ja auch nicht immer so das Wahre, und ich bin ja eher so der Freund des Zielschießens, und da haben wir uns gedacht, Zielschießen so auf irgendwelche Dosen oder sowas hier im Zimmer ist natürlich auch immer blöde. Deshalb wollen wir heute mal Suction Darts ausprobieren. Das heißt, Darts mit so einem Saugnapf und damit natürlich mit ungetunten Waffen aufs Fenster zu schießen. Dazu habe ich, da die in Deutschland so gut wie gar nicht zu bekommen sind, direkt aus China Darts bestellt. Und zwar gab es die nur im großen Pack. 100 Darts. Die haben um die 4 Euro inklusive Versand gekostet. Das ist natürlich so gut wie nichts, wenn man sich die Originalpreise anguckt. Die haben wir in 2 verschiedenen Farben. Bart wollte die gerne hier in grün haben. Ich habe die in schwarz. Diese Saugnapf-Darts gab es früher, vor ein paar Jahren, standardmäßig bei den Busby-Blastern dazu. Das haben die aber scheinbar abgeschafft. Bei den neueren ist das jetzt nicht mehr, sind die jetzt nicht mehr dabei. Und die sind auch so ziemlich schwer zu kriegen. Deshalb, wie gesagt, haben wir die bestellt. Das hat ein bisschen gedauert. Hat ein paar Wochen gedauert, aber jetzt sind sie da und jetzt wollen wir die ausprobieren. Die Frage dabei ist halt, also von der Länge sind die den Elite-Darts gleich. Nur ob die von allen Blastern auch verschossen werden. Und vor allem, ob die von Blastern, die ein Magazin verschießen, also ein Magazin haben, verschossen werden. Das werden wir heute rauskriegen. Und wir werden euch zeigen, wie man das Ganze noch ein bisschen optisch schöner machen kann. Und nicht einfach aufs nackte Fenster schießen. Das zeigen wir euch jetzt gleich als erstes. Ja, zu den Darts, wie gesagt, wir probieren die mit allen Blastern, die wir so zur Verfügung haben, die wir besitzen, probieren wir die aus und zeigen euch, ob das funktioniert. Aber, wie gesagt, bevor wir das anfangen, müssen wir uns ein bisschen um das Fenster kümmern. Ja. Und zwar gibt es da in verschiedenen Farben solche Fensterfarben, womit man Fenster bemalen, Fensterscheiben bemalen kann. An dieser Stelle für unsere jüngeren Zuschauer: Kommt nicht auf die Idee, einfach ohne eure Eltern zu fragen, eure Fenster zu beschmieren. Das könnte wohl etwas Ärger geben. Und ich glaube, die Ausrede, das haben die bei Kaldan auch gemacht, wird dann nicht so viel zählen. Also klärt das ab, ob ihr das machen dürft. Und benutzt Fenstermalstifte dazu. Die kann man auch wieder abwaschen. Nicht, dass ihr da mit einem Permanentmarker da dran geht und eure Fenster beschmiert und hinterher da richtig Ärger kriegt. Also, wie gesagt, das sind Fenstermalfarben. Die werden wir jetzt benutzen und werden uns eine Zielscheibe aufmalen. Damit unsere Darts nicht verschmieren, machen wir das allerdings so, dass wir die Zielscheibe von außen aufs Fenster malen. Ne? Ja. Sonst verschmieren wir uns die Finger und haben das hinterher alles dran. Also, und das versuchen wir jetzt und das zeigen wir euch jetzt auch. So, wir haben hier unser Fenster. Wir werden den unteren Bereich, wenn wir eine große Zielscheibe aufmalen. Hier oben hat Bart von innen noch seine Golfbälle, Golfballlöcher im Glas kleben. Die wollten wir jetzt nicht abmachen. Deshalb benutzen wir den unteren Bereich. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Gib mir mal die schwarze. Schwarz, ja.
und ein Stück Band. Dann müssen wir mal gucken. Ich schneide das mal hier ab. So. Jetzt nehmen wir uns den ersten Stift. Unser Band. Knoten den an der dicksten Stelle fest. So, das sollte erstmal reichen. Und jetzt gehen wir hin und gucken. Nehmen uns ungefähr, hältst du mal hier gegen? Nehmen die ungefähr die Mitte. Ein bisschen können wir da noch. Nehmen uns den Punkt als Mitte. Wo kommen wir da hin? Ja, noch ein bisschen tiefer das Ganze. Noch ein bisschen tiefer, so. Dass wir da überall hinkommen, ein bisschen rüber. So. Und jetzt, hundertprozentig gerade wird es nicht. Ziehen wir uns damit den äußeren Umkreis. Ein paar Mal drüber. Kannst auch ein bisschen dicker. Ist nicht schlimm, nur ein bisschen drüber. So. So. Da haben wir unseren ersten Kreis. Soll ich mit dem Finger drüber gehen? Nee, lass erst mal. Das machen wir gleich. So, das ist unser erster Kreis. Gehen wir nach innen. Jetzt machen wir den nächsten. Du kannst das nachher da ausmalen dazwischen. Mhm. Wo war ich da? So. Ungefähr. Bisschen höher. Bisschen nach da. So. Ja. Müsste wohl hinkommen. Noch einen. Nicht schön, aber selten. So. Und dann machen wir uns noch einen Mittelkreis. Bisschen höher, so. Ja, den mach ich mal mit der Hand fertig. Und ich würde im Mittelkreis noch einen Punkt malen. So. So. Fällt schon langsam ab. Ja, das fällt schon auseinander hier. Nehmen wir ein bisschen weg. So, das war es jetzt mit Schwarz. Und jetzt machen wir das so. Jetzt machst du das hier rot. Erstmal so grob, dann kann ich den Finger nochmal drüber. So. Dann nehmen wir einmal hellgrün für das. Okay. Soll ich malen und du schmierst? Das geht nicht gut. Das ist zu hell, glaube ich. Ich will dunkelgrün. Dafür ist es besser. Okay. Soll ich malen und du schmierst? Okay. Dann geht das schneller. Soll mir recht sein. Und zu doll lieber auch. Doch, das, ja, na, das kannst du jetzt schon verschmieren, ja. Zu welchen Stiften muss man eigentlich verschmieren?
geht nicht anders. Reicht das oder muss da noch mehr? Ein bisschen hier. Okay. Das wird reichen. Das wird reichen. Das reicht. Okay, dann fange ich schon mal mit Blau an. Blau für außen, oder? Okay. Hier machen wir dann Blau. Reicht das oder muss er mehr? Das wird reichen. Ja. Auf jeden Fall hier noch. Ja, das ist klar. Mehr wie ein Auge aus als ein Zwillscheibe. Mhm. Schwarz. Mhm. Drei Finger. Im Glas sieht es jetzt bläulich aus. Noch ein bisschen freier. Wer in der Mitte trifft, hat 100 Punkte. Der an der Seite 50 oder jetzt ist 200 in der Mitte. Ja, wir machen nicht so viel, damit wir besser rechnen können, ja? Okay. Na ja, gut, 100. Hm? So. Nehmen wir den grünen nochmal. Da muss ich auch noch ein bisschen. Mhm. Soll ich aufschreiben? Nee, das machen wir gleich. So, dann geht ihr mal die Hände waschen. Reicht das nicht? Nee, wasch mal richtig. Okay. Das Zeug kann weg. Stifte packen wir weg. Genau, die können erstmal hier stehen bleiben. Spring erstmal ohne Tasse runter. Und wisch mal da ein bisschen weg, was da noch ist. Was hier drauf geschmiert ist. Ja, damit ist unsere Zielscheibe fertig und wir können das Fenster wieder zumachen. So, unsere Zielscheibe ist zwar nicht ganz so symmetrisch geworden, aber ich denke mal, um ein bisschen mit Nerf Darts darauf zu schießen, wird es schon reichen. Und jetzt gehen wir daran und testen mal die Dartblaster. Welche diese Darts verschießen können und welche nicht. So, zum Testen nehmen wir jetzt immer die gleichen Darts hier aus der Packung, die wir schon offen haben. Dann würde ich sagen, gibt doch erstmal. Fangen wir mit der kleinsten an. Mit der Jolt. Da passt er rein. Das geht schon mal. Also einer geht. Alles klar, die gehen. Packen wir hier hin. Barts Piratenpistole. Die allerdings nicht so von Nerf ist. Die ist von Busby. Ah. Oh, die hat aber nicht viel Power, ne? Ja. Funktioniert, aber sagen wir mal bedingt. Ja. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir erstmal die nächsten Einhandblaster. Gib mir dein Gewehr.
Machen wir damit einen Schuss. Das hier. Ziemlich leicht rein. Die scheinen ein ganz klein wenig dünner zu sein als die Nerf Darts. Bart schießt. Aber gut. Aber gut. So, dann gib mir mal den anderen. Eine Hand, einen Schuss. Mein umgebauter. Das ist ja das gleiche Modell. Sollte eigentlich auch funktionieren. Obwohl der natürlich jetzt mit den längeren Darts. Geht auch. So, dann nehmen wir jetzt mal die Four Spice. Zieht gut durch. Gut. Alles klar. Dann nehmen wir die nächste. Also auch sehr zu empfehlen. Was haben wir jetzt? Gib mal die. Genau. Unsere Sweet Revenge Klone. Mit der etwas stärkeren Feder drin. Die haben wir nämlich ausgetauscht. Oh. Das weiß ich nicht. Zum Laden ist das hier nicht so toll. Auf jeden Fall. Kann sich leicht verbiegen. Kriegt man nicht so weit reingeschoben. Achso. Aber durchaus auch gebräuchlich. Ja. Okay, dann geht die auch. Die gibt es halt in den zwei Farbvarianten. So. Jetzt nehmen wir die Strong Arm. Als erstes nehmen wir mal die normale, unmodifizierte. Laden wir direkt voll. Haben wir ja genug von. 100 Stück. Ja. Ungefähr 200. So, Bart probiert sie aus. Okay, dann geht es jetzt an die, die ist von der Feder her auch unmodifiziert. Allerdings, wenn ihr das Video dazu gesehen habt, die habe ich hinten aufgemacht, damit man die von hinten laden kann. Und das machen wir jetzt mal. Ah, das ist natürlich mit diesen Darts nicht ganz einfach. Guck mal, das ist gar nicht so gut, die von hinten zu laden. Okay. Dann laden wir die so. Also nicht auf die Schnelle von hinten durchzuschieben, sondern müssen klassisch geladen werden. Von vorne. Aber ich denke mal, dass die auch schießen wird. Slamfire ausprobieren. Strong Arm funktioniert.
So. Als nächstes haben wir die Rough Cut. Da die auch von vorne zu laden ist, sehe ich da auch keine Probleme. Obwohl sie da ziemlich locker reingehen. Schon merkwürdig, dass die Blaster alle so unterschiedlich sind von der Darthaftbarkeit. Okay, das sollte jetzt erstmal reichen, 6 Stück. Okay. Okay. Also, Rough Cut funktioniert auch. Und jetzt wird's interessant. Denn was wir jetzt noch übrig haben, sind alles Magazinblaster. Nein. Einer nicht. Achso, die Busby, ja. Die Busby Air Max 10 Extreme. Und die dreht er andersrum, ne? Warte mal. Zurück mal. Nee, lass mal. Die dreht er andersrum, ich weiß. Und da gucken wir jetzt mal. Die sitzen auf jeden Fall schon gut. Ich denke mal, das wird gut gehen mit der. Den machen wir mal hier rein. So. Dann geht mal Gas. Du musst den dann nach vorne machen wieder. Nicht hinten halten. Ja. Aber geht. Ja, die hat. Geht ganz sauber. Funktioniert also auch. Und jetzt geht mal ein kleines Magazin her. Erstmal müssen wir jetzt gucken. In so ein Standardmagazin, ob die da von der Länge überhaupt reinpassen. Ja. Das scheint zu gehen. Du musst nur aufpassen. Ja. Ich würde sagen, fang noch mal mit den mechanischen an. Mit der Crossbow. Mein Liebling. Ich habe die zum Geburtstag gekriegt. Die hat Bart genau zum Geburtstag bekommen. Und dann probier sie mal aus. Und es funktioniert. Und unten kann man auch eine Klappe aufmachen. Einen haben wir noch drin. Es klappt. Eine noch. Noch eine? Ja. Ja, Tatsache. Versuchen wir auch direkt mal zu zielen. Ja, ein bisschen tief, aber auf jeden Fall funktioniert es. Das lässt natürlich hoffen, dass das bei den anderen Magazinblastern auch funktioniert. Okay, ich lade die. Jetzt kommt die, wie ist die, Secret Red von Revell. Ja, ach. Der geht nicht. Nochmal. Ja, man muss aber richtig durchdrücken. Das reicht was. Wie viel hast du jetzt? Ja, den letzten hättest du auch noch rausmachen können.
Okay. Funktioniert also auch. Aber da muss man schön drücken. Wenn man nicht vorne drückt, funktioniert es nicht. Jetzt ist Drive. Auch elektrisch. Und wenn wir die alle durch haben, probieren wir das nochmal mit einem größeren Magazin. Drive. Müsst ihr gleich auch mal schießen? Nee, dann schieße ich nur zwei. Oder? Nee, drei. Da sind ja sechs drin. Okay. Ganz sauber. Funktioniert wunderbar. Man muss auch dann ein bisschen durchdrücken. Beim Elektrischen muss man ein bisschen doller drücken. So. Und jetzt nehmen wir für den Modulus, nehmen wir auch das Modulus Magazin, was hier ein bisschen locker ist. Man sieht, da bin ich irgendwie nicht mehr zufrieden mit diesem Magazin. Dann werden wir mal aber trotzdem sehen, ob das jetzt funktioniert. Soll ich den so machen, damit man besser ziehen kann? Naja. So. Modulus. Wir haben jetzt die Laufverlängerung. Haben wir jetzt nicht dran. Und wir versuchen es. Ja, das war's. Aber man kann sehr gut damit zielen. Und es funktioniert. Hätte ich gar nicht gedacht. Funktioniert also mit allen Magazinen, mit allen Blastern. Jedenfalls mit allen, die wir hier zur Verfügung haben und die wir jetzt getestet haben. Aber ein Magazin ist da ja noch. Ja, darf jetzt aber auch gehen. Möchtest du noch einen Versuch machen? Okay. Dann mach's. Tu rein. Das Magazin der, wie heißt die, Secret Red? Oder... Keine Ahnung, irgendwas mit Red. Soll ich erstmal? Okay. Keine Probleme. Nicht so gut, nur wenn man Power hat, richtig? Ja, ja, klar. Ja, aber das zeigt uns, diese Darts, wie gesagt, 100 Stück lagen bei 4 Euro noch was, 4,23 Euro oder so, um den Dreh inklusive Versand. Damit kann man eigentlich nichts falsch machen. Und wenn man sich noch ein paar Fensterfarben irgendwo kauft und das Fenster dann von außen bemalt, kann man da bei schlechtem Wetter, man sieht, wie grau das draußen ist, die Möwen kurven hier draußen rum, das heißt, es wird wohl ziemlich stürmisch sein über dem Meer, schlechtes Wetter, man kann drinnen ein bisschen Spaß haben und ein bisschen Zielschießen machen, das werden wir jetzt noch ein bisschen machen, wir werden uns das so einteilen. Blau ist 5, grün ist 10, rot ist 20. Und mittendrauf? Und der schwarze in der Mitte, da muss aber voll drauf sein, ist 50. Und ganz außen 0. Ganz außen ist Fahrkarte 0. Wie gesagt, wir machen noch ein bisschen weiter, wir werden noch ein bisschen rumballern hier. Ich hoffe, ich konnte euch damit eine gute Anregung geben. Und ich sag dann... Tschüss, bis zum nächsten Mal.